Ich bin der Florian. Und ich bin der Sebastian. Und wir befinden uns im dritten Lehrjahr zum Industriemechaniker bei den Stadtwerken Duisburg. Und wir wollen euch heute einfach mal zeigen, wie so ein Tagesablauf von uns aussieht. Ja, hier befinden wir uns gerade in unserer Ausbildungswerkstatt. Unser Tagesablauf, der beginnt erstmal so, dass wir morgens halt nach Arbeitsstart unsere Arbeitsaufträge kriegen. Dementsprechend wissen wir, was zu tun ist. Zum Beispiel, dass wir jetzt hier ein Drehteil fertigen sollen an der Drehmaschine. Das könnte zum Beispiel eine Antriebswelle sein, die wir dann später einbauen sollten für ein Getriebe. Und das wird dann dementsprechend einfach hier gefertigt. Drehen macht sehr viel Spaß, ist vielseitig. Maßgenauigkeit muss immer stimmen. In unserem Beruf führen wir verschiedene Tätigkeiten aus, wie zum Beispiel Bohren, Drehen, Schweißen, Schleifen. Und am liebsten, also am meisten Spaß haben wir tatsächlich beim Bohren, um einfach am Ende des Tages zu sehen, was wir alles miteinander verschraubt haben. Hier, mein Kollege schleift sich gerade eine Oberfläche an einem Stahl gerade, um anschließend da mit dem Schweißgerät eine Naht draufzusetzen. Also als Industriemechaniker hat man ganz viele verschiedene Bereiche, die mich deswegen auch auf den Beruf kommen lassen haben. Zum einen hat man hier das Drehen, Fräsen, die Metallbearbeitung an sich mit der Feile. Man hat vor allem auch die Möglichkeiten, was zu schaffen, was zu kreieren und am Ende des Tages halt ein fertiges Produkt zu sehen. Mein Kollege, der bohrt hier halt gerade. Ein wichtiges Element der Ausbildung ist halt auch noch vor allem die Teamfähigkeit, weil man sich auf seinen Kollegen verlassen muss. Man muss manchmal auch in der Gruppe arbeiten, Aufträge gilt es in der Gruppe zu bewältigen und dann sollte auch auf jeden Fall die Teamfähigkeit passen und auch stimmen. Ich bin hier sehr glücklich, da ich halt viel Handwerkliches machen kann. Zudem kann ich halt auch mit hochwertigen Maschinen arbeiten und das, würde ich sagen, ist schon Grund genug, diesen Beruf oder dieses Berufsbild zu wählen oder sich dafür zu entscheiden. In unserem Berufsbild werden wir auch eine Zeit lang in die Außenabteilungen geschickt, um einfach gewisse Abteilungen hier im DVV-Konzern kennenzulernen. Dazu kann man hier ganz normal als Geselle arbeiten, aber auch wenn man Lust und Laune hat, auch anschließend seinen Meister auf Abendschule oder auch seinen Techniker machen. Ja, und hier befinden wir uns in der Cafeteria. Hier findet man jeden Tag andere Speisen, Mittagsgerichte, auch zum vergünstigten Preis, ganz wichtig. Und das kann man dann auch dementsprechend entweder hier in der Cafeteria an sich oder an dem Teich der Stadtwerke zu sich nehmen. Schmeckt immer sehr gut und kann ich auch nur empfehlen. Also wir hoffen, dass dir die ganzen vielen verschiedenen Einblicke in unser Berufsleben, in unsere Ausbildung gefallen haben. Und wenn du auch handwerkliches Geschick mitbringst, dich gerne mal ein bisschen dreckiger machst und einfach vielleicht auch mal ein bisschen schrauben möchtest, ja, dann bist du hier genau richtig. Damit würden wir uns verabschieden. Okay. Tschüss.